Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, den Thorsten, aus der neuen Baustelle. Ja, wir haben schon aus der neuen Baustelle am Wochenende schön gestreamt. Es hat alles funktioniert und ich glaube, auch die Zuschauerschaft war relativ zufrieden. Was bei mir so ein bisschen leider drauf ging, ist so ein bisschen die Koordination hier, was meine Accounts angeht und was vor allen Dingen eins angeht, die Clanstadt. Ich habe die Clanstadt überhaupt nicht gespielt. Was natürlich doof ist, aber ich muss das jetzt komplett nachholen. Heute Nacht mache ich noch, aber ihr hört es, es ist relativ spät. Es ist jetzt gerade 23.04 Uhr und ich kann ganz, ganz piano hier laut sprechen, rumschreien, rumtrampeln, rumfurzen, was auch immer. Und das ist wirklich, wirklich mal cool, muss ich echt mal so sagen. Also der Umzug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Er ist gelungen. Ich habe noch nicht alle Klamotten hier. Ich muss noch so ein paar Sachen von meinem alten Zuhause holen. Also so Anziehsachen und Hängesachen und all sowas. Und hier ist auch noch nicht so ganz, ganz alles fertig. Aber wir sind schon ziemlich, ziemlich super, super weit gekommen. Danke nochmal an Chromaletta, die hier heftig geholfen hat an diesem Wochenende oder auch das Wochenende davor schon. Und hat auf jeden Fall super funktioniert und wir haben auch schon gleich den ersten Stream wieder so ein kleines bisschen übertrieben. Ich kann immer noch nicht ausbilden, ne? Ich kann, glaube ich, kann die immer noch nicht im Labor machen. Ich wollte eigentlich hier mit dem Beckensheriff die hier machen, aber kann ich noch nicht. Okay. Muss ich noch ein bisschen warten. Clanspiele, ja, habe ich hier auch leider geleached. Sorry an den Clan Free to Play, dass ich hier echt nur geleached habe, aber wir haben die Clanspiele in jedem Fall geschafft und ja, ich muss jetzt halt so ein bisschen noch die gesamten hier, also wirklich mit all meinen Accounts hier, die Clanstadt machen. Aber ich denke mal, ist nicht ganz so schlimm. Ich wollte euch nur auf den Laufenden halten, dass es jetzt wieder losgeht mit Videos und auch mit den Livestreams. Ich hoffe, das freut euch auch ein bisschen. Also wenigstens so ein ganz kleines bisschen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, muss ich sagen, auch heute Abend noch. Auch heute haben wir noch mal relativ viel geschafft hier. Noch sieht man hier nicht ganz so viel. Roomtour ist auch noch schuldig. Es ist heute ziemlich aufgeräumt, ja, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Im Laufe der Woche wird hier wieder ein bisschen Baustelle sein. Deswegen heißt die Folge auch aus der Baustelle. Also noch ist hinter mir vor allen Dingen so ein bisschen Baustelle. Ich habe jetzt auch im Moment nur die Logitech hier drin als Kamera, denn im Stream nehme ich eigentlich mein iPhone oder eins meiner iPhones als Kamera. Ja, ist die Qualität dann noch mal ein bisschen besser. Und wenn ihr mich daran erinnert, dass ich hier ein Overlay brauche, dann macht das ruhig. Ich brauche hier ein Overlay, ich weiß. Was auch ein bisschen doof ist, dass ich hier immer noch keins habe, nach so langer Zeit. Aber ich muss mal wieder so ein bisschen Zeit finden, in Clash of nicht in Clash of Clans, sondern überhaupt in der großen, weiten Online-Welt, dass ich mir mal so ein paar Grafiken wieder besorge und ein paar nette Dinge hier, die man so ein bisschen immer so braucht, so für Thumbnails zum Stream etc. Und das kommt aber so nach und nach. Ich habe jetzt ab 1. 2 Wochen Urlaub, also auch da denke ich mal, mache ich extrem viel, was Videos angeht, was vielleicht Shorts angeht. Vielleicht üben wir einfach mal Shorts in meinen Livestreams. Ihr könnt gerne mal in meine Livestreams kommen, wenn ihr richtiger Shorts-Profi seid oder Shorts-Profi seid oder Tipps habt für mich, wie kann ich eigentlich Shorts erstellen auf Instagram und auch auf YouTube vielleicht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn dort suche ich noch so ein bisschen jemanden, der mir ein bisschen an die Hand geht. Ich weiß, ich kriege das Know-how auch alleine hin, aber das kostet auch immer Zeit und Geduld und vor allen Dingen Brain, sage ich mal, was ich zurzeit nicht dafür habe. Aber ich würde es ganz gerne machen mit euch. Und es wird auch nicht nur Clash of Clans auf meinem Kanal geben, das kommt noch dazu. Also gerade auf Twitch bin ich ja so ein bisschen dabei, das Ganze umzustrukturieren, weil ich hier auch ganz anders agieren kann. Ich hoffe, ihr hört noch, dass es so ein bisschen halt. Also am Wochenende haben die Zuschauer das nicht gehört, dass es hier halt, aber hier halt ist noch ganz, ganz, ganz doll. Der Raum ist noch recht gut befüllt. Also meine Streamer-Ecke ist natürlich fertig. Im Hintergrund hat Chromo ein bisschen Merch aufgebaut, dass ihr so ein bisschen seht, ja, Toto macht noch Clash of Clans. Und deswegen, dahinter sieht es nicht gut aus. Aber das macht auch nichts. Eine Baustelle hat man immer in irgendeinem Haus oder in einer Wohnung. Aber für euch sei gesagt, der Umzug hat super geklappt. Ich bin jetzt eine Woche eher hier in meiner Wohnung schon drin, als das eigentlich geplant war. Und das ist natürlich wirklich super. Dann kann man sich schon ein bisschen einleben. Also offizieller Umzugstag ist eigentlich tatsächlich erst am WM Tag 1 in Clash of Clans, denn ab 1.11. läuft ja die Clash of Clans Weltmeisterschaft, so wie ich das mitgekriegt habe, und wir werden da auch ein bisschen streamen.
vielleicht auch, ja, morgens weiß ich noch nicht. Dies fängt ja morgens um 10 Uhr an. Vielleicht gucke ich nebenbei mit euch und wir kommentieren das Ganze im Livestream. So kann man es natürlich ganz gut machen, aber zeigen kann ich euch leider nichts. Das ist halt so. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn wir haben auch schon viel so bei mir auf dem Kanal geguckt. Champions League, Bundesligaspiele, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Und das hat auch mal super, super funktioniert. Deswegen könnten wir das auch einfach so beibehalten. Und jetzt habe ich gleich meinen ersten Account hier endlich in der Clanstadt durch. Und ich muss noch ganz schön viele Accounts, Leute, das kann ich mal sagen. Ich muss noch echt ganz schön viele Accounts, meine Lieben. Das kann ich euch sagen. Aber es macht nichts, ich mache das gleich an zwei Tablets, also ein bisschen parallel mit dem einen Account, mit dem anderen Account. Und dann schaffe ich die hoffentlich noch bis Montagmorgen, denn so lange laufen sie noch und der Montagmorgen ist auch gar nicht mehr so weit weg. Wie gesagt, wir hatten jetzt eben 23.04 Uhr oder 5, aber ich wollte auf jeden Fall, dass ihr so ein bisschen wisst, dass es mich noch gibt. Das wisst ihr sowieso, aber dass es jetzt wieder neuen Content gibt oder überhaupt Content gibt und dass wir fröhlich und frei Clash of Clans weiterhin spielen. Vor allen Dingen jetzt in Bezug nach der WM ist man ja schon so ein bisschen so im Rathaus-17-Fieber. Ich noch nicht wirklich, muss ich sagen. Ich lasse das einfach oder habe das eigentlich immer auf mich zukommen lassen, jedes Jahr. Nur da es ja jetzt wirklich jedes Jahr ist und nicht mehr diese große Spanne gibt von 15, 16, 18 Monaten, kann man sich natürlich immer super darauf vorbereiten, auf solche Events. Also mal eben da und da würde ich die jetzt mal setzen und den friesen wir hier hinten mal, weil wir jetzt die Meute hier ein bisschen weiter reinlaufen lassen. Aber das sieht auch noch ganz gut aus. Wir sind hier in Free-to-Play auch gut dabei, mit was Clanstadt angeht. Ihr solltet auf jeden Fall Clanstadt spielen. Ich habe mich bemüht, meine ganzen Angriffe hier zu machen mit den paar Accounts, mit denen ich jetzt auch in den Clan kriegen war, auch abseits des Umzugs oder Einzugs hier. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Aber ich denke mal, ja, passt alles. Monitor passt. Ihr habt ein bisschen Gamesound. Ich habe heute mal Gamesound drin und nicht irgendwelche andere Mucke, obwohl andere Mucke ist auch ganz cool, aber Gamesound geht ja auch mal so ein bisschen aus der Clanstadt, ist auch ganz schick. Verpasst habe ich hier, glaube ich, nichts. Es gab, glaube ich, keinen Nerf, kein Buff, kein gar nichts. Es gibt natürlich ein bisschen mehr Clash of Clans, ja. Da müssen wir aber mal sehen, dass wir dann, wenn die Updates anstehen, auch so ein bisschen am Ball bleiben. Die offiziellen Streamer haben es natürlich ein bisschen einfacher oder die offiziellen Content-Creatoren, die kriegen halt das Material immer etwas eher. Aber ich glaube, ihr seid auch nicht sauer, wenn ich das immer so einen halben Tag später sende oder so. Aber ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball. Ihr bekommt immer meine Meinung mit. Also ganz davon ab. Und wenn ihr Fragen habt, Twitch.tv, schräger Toto Clash, kommt gerne rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr unverbindlich hier ein Subscriber von mir werdet, also auf Twitch ist das ja anders, ihr müsst mich da nur verfolgen, das ist völlig umsonst und dann haben wir schöne, schöne Stunden in den Livestreams hier. Ich muss da einfach immer mal wieder Werbung für machen, weil ich mache es halt auf YouTube schon ewig nicht mehr, aber YouTube soll auf jeden Fall meine Plattform bleiben, in der ich ein wenig Clash of Clans aufnehme für euch. Das klappt noch ganz gut. Okay, ich habe jetzt auch noch ein paar Medals, ich muss auch mal wieder ein bisschen was ausgeben bei meinen Accounts hier. Beckensheriff geht jetzt übrigens hoch auf Rathaus Level 14. Wir haben ja bald den ersten, dann haben wir wieder Liga und dann geht er hoch. Jeder, der so ein bisschen jetzt liebäugelt, ich schärfe jetzt nochmal meine Accounts und date ein bisschen meine Rathäuser ab, macht das ruhig immer zum Monatsende oder zum Monatsanfang des nächsten Monats, weil dann ist Liga. Und in der Liga natürlich ein geleveltes Rathaus ist top. Ihr habt 5 Tage lang volle Truppen, volle Helden, volle Kapazität glaube ich nicht. Die Lager sind ja nicht damit drin. Aber auf jeden Fall habt ihr die Power des nächstgelegenen Rathauses für 5 Tage. Und von 7 Tagen ist das, glaube ich, echt super. Weil in den 5 Tagen kommt ihr ja auch schon wieder ein bisschen weiter, was Heldenlevel angeht, Truppenlevel, Armeelager und so weiter. Ne? Also nur ein kleiner Tipp von mir. Macht das ruhig, wenn die Liga startet oder kurz vorher vielleicht oder während des Liga-Starts, dann habt ihr auf jeden Fall einen coolen kleinen, ich nenne mal kleinen Vorteil gegenüber anderen, die das nicht gemacht haben. So will ich es mal sagen. Okay, wir haben hier aber einen letzten Angriff, das ist auch ganz cool. Ich checke immer mal, ich gucke immer mal rechts, links und so, ob das auch alles passt hier während der Aufnahme, denn den ganzen Krempel hier muss ich gleich noch ein bisschen schneiden. Mache ich aber auch für euch fertig. Okay, wir haben 0 und wir müssen jetzt auch ein bisschen ausgeben. Redkarre, Barracks, gehen wir das mal da rein aus.
Und jetzt haben wir noch gar nichts ausgegeben hier. Wir haben ja 4,91 Medaillen. Es gibt ja, wenn man 5000 Medals hier hat, nichts mehr drauf. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Also ich habe jetzt 4.951 und meistens kaufe ich mir halt so ein paar Sachen davon. In der Regel, oh, das hab ich auch gesehen. Es gibt den Magic Mirror jetzt hier zum Kaufen für 1500 Gems. Ist in Ordnung, wer nicht hat. Aber sonst kaufe ich immer den Krempel hier eigentlich mit meinen Accounts. Beckensheriff braucht eigentlich keinen. Guck mal, der kann das schon gar nicht mehr kaufen hier, weil ich etwas ausgeben muss. Denn ich muss ein bisschen was upgraden, aber ich kann. Ah, doch, ich kann auch was upgraden, okay. Das kann ich noch upgraden. Kann ich dann noch mal kaufen hier? Irgendwann hört es auch auf. Ja, ich kann auch mal kaufen. Und dann habe ich aber die durchgekauft, habe immer noch 2651 und bekomme sicherlich noch ein paar dabei. Aber wie gesagt, Beckensheriff ist einer meiner Accounts, die auf jeden Fall auf Clan oder auf Rathaus Level 14 gehen. Ich hoffe, die Folge aus der Baustelle hier hat sich ja fast nichts verändert. So ein bisschen wird euch wahrscheinlich da hinten der Balken triggern. Da hinten der Balken triggern irgendwann. Aber der Raum hier ist halt so ein bisschen so, aber es ist eine coole Sache. Wir werden auf jeden Fall eine Roomtour machen auf Twitch, kann ich mir vorstellen. Vielleicht machen wir auch mal einen ganz, ganz anderen Stream, weißt du, so ein bisschen so, Toto kocht sich ein Ei, ja, und macht das aufs Brot und das ist ganz spannend. Ja? Also, von daher, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und bis dahin, vielen lieben Dank, euer Toto. Clasht.